Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir starten jetzt gemeinsam die Singleplayer-Kampagne von Evil West. Und ja, Evil West ist ein Spiel, wo wir einen Vampirjäger spielen im Wilden Westen. Und ja, es ist ein Spiel, worauf ich mich schon sehr, sehr drauf gefreut habe. Und ich bin einfach nur heiß drauf, jetzt hier loszulegen gemeinsam mit euch. Deswegen starten wir jetzt das Spiel. Let's go! Since the time of the Founding Fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. It's coming. Wait for it. About the bridge. Harrow can suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. Alles klar, jetzt sind wir auch schon direkt im Spiel drinnen hier. Erreiche die Brücke ist unser erstes Ziel jetzt hier. Alles klar. That bad? Oh, this ain't good. Ja, und das Spiel sieht schon mal sehr gut aus von der Optik her. Ja, also Grafik sieht klasse aus, wie ich finde. So, jetzt machen wir mal hier lang. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Kämpfe, denn die sahen schon in den Trailern und so immer Hammer aus. So, an einigen Orten können sie spezielle Aktionen ausführen, okay. Gut. Ja, schön. Was ist das? Geld. Ja, Geld braucht man immer. What's that sound? Stop whining and start moving. Da vorne redet jemand. Oh, hi. Los. Bam. Jawohl. Ersten Gegner schön weggehauen hier. Gut, jetzt bekommen wir hier erstmal alles beigebracht so ein bisschen. Ja, also das ist jetzt alles erstmal noch ein bisschen Tutorial-mäßig. Okay.
X ist also ausweichen. Gut zu wissen. Jetzt gehen wir mal hier vor. Ja, nimm das. Und jetzt nimmst du das. Gut. Zack. Jawohl. Immer schön draufhauen. Und die Gegner hier entfernen und immer auch schön auf Sammelobjekte und solches Zeug achten. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Gut. Jawohl, wieder ein bisschen Geld. Ja, Geld muss immer mitgenommen werden. Damit können wir dann auf jeden Fall auch in der Zukunft hier in dem Spiel unsere Ausrüstung verbessern. Ja, so viel kann ich schon mal dazu sagen. Und ja, wo gehen wir denn lang? Ah, hier haben wir noch mal ein bisschen Geld. So, einmal hier durch. Dead. Fuck. Boy, you better make all this worth our time, Chester. Oh, noch mehr Feinde. Okay, jetzt bekommen wir wieder noch mehr beigebracht hier. Alles klar. Los geht's. Bam. Jawohl. Na? Zack. Jawohl. Hilfe. Da habe ich jetzt zum ersten Mal hier einen Treffer kassiert. Okay, los, 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 los. Okay, jetzt muss ich mich das mal heilen. Zack. That felt good. Und ja, das hat definitiv gut getan, die Heilung. Jetzt gehen wir mal hier durch. So. Und das muss man einfach mal so sagen. Der Nahkampf fühlt sich schon mal schön brachial an. So. Hier, bitteschön. Fühle den Aufwärtshaken. Zack. Na, nimm ihn nochmal. Jawoll. Schön in den Abgrund runtergeschleudert. Ah, da ist ja noch mehr. So. Komm, in das. Und hui. This would be a bad time for this thing to collapse. Oh, da hinten warten schon die nächsten Feinde. Hey, das sieht diesmal etwas anders aus. Und mal sehen, ab wann wir schießen können. Ja. Aber nun gut. Jetzt machen wir erstmal den weg. Moment, den wollen wir da drüben reinschmeißen. Das Stachelding. Ja. Jawohl. Haha. Schöner Kill. Hier kommen noch mehr. Dann können wir das noch ein bisschen wiederholen. Hier. Einmal dort rein. Jetzt kommst du hier rein. Na los. Jawohl. Haha. Immer schön wiederholen. Und immer schön reinhauen. Alle. Und ich hau mir mal vom Abgrund. Tschüss. Ich hoffe, du bist jetzt schön geflogen hier, mein Guter. Jetzt machen wir hier rüber. Und da unten sehe ich auch schon wieder Gold. Das wollen wir uns selbstverständlich holen. Ja, oh, hi. Ja, der sieht etwas besonderer aus. Okay, Spezialangriffe. Kann man unterbrechen von ihm? Okay. Alles klar. So, erstmal ein bisschen wegrennen. Und drauf auf ihn. Gut, finaler Schlag. Alles klar. Zack. Okay, der Finalschlag ist ein Finisher. Schöne Sache. Und ich muss sagen, ich mag die Gore-Effekte.
und die Splatter-Effekte hier. Looks like you could use a hand. Alles klar, hier geht es wieder los mit solchen Feinden. Und mit dir geht es erstmal in die Stacheln rein. Jawohl. Und irgendwie gefällt mir das Gegner in die Stacheln reinzuhauen. So, der spezielle Feind muss noch näher kommen. Ja, ausweichen, treten und reinschmeißen. Sehr schön. Man muss sich zuerst mal ein bisschen gewöhnen an das Kampfsystem, aber eigentlich das geht schon klar. Man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell an die Steuerung. Ja, und der stürzt gerade alles ein. Jesus. Alles geht hier hinüber. Christ. Worst damn barbecue ever. Hey, boyo, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that? Wishful thinking. But I am on my way, soon to be hobnobbing with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. If I play this right, in 100 years, I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. I must bid you adieu. There's still much to do, and I can't louse this up. Yours truly, Chester, the Catering King. Gut, das war ein Sammelobjekt. Unser erstes Sammelobjekt haben wir hiermit jetzt gefunden. Dann machen wir weiter. Jawohl, jetzt ist es Zeit für den guten Revolver. Okay, endlich. Hier, nimm das. Bam, haha. Na los, noch mehr bitte. Immer schön drauf, haha. Hier, nimm das. Na, nächsten bitte. Da hinten. Hier geht's weiter. Zack, zack, zack. Und zack. Und finishen. Sehr schöne Sache. Na? Noch mehr? Okay. Hier, nimm das. Los. Ausweichen. Hilfe. Komm. Gut. Nachladen. Immer schön rollen, wenn sie zuschlagen. Und Nahkampf kurz. Jawohl. Hier nimm das. Ja. Na los, fall runter. Gut, er ist runtergefallen. Er hat einen Abflug gemacht. I bet one good punch could get me through. So, jetzt gucken wir mal. Das können wir runterziehen. Gut. Und jetzt können wir hier rüber. Schöne Sache. Okay, let's dance. So. Na los, einmal nach oben mit dir und zack. Okay, irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Aufwärtshaken und Revolver. Aber okay. Gut, machen wir hier weiter. Wir probieren die Attacke gleich nochmal. Den Gegner hochzuschlagen und damit den Revolver gut drauf zu halten. Was ist das? Geld. Schön. Wieder ein bisschen Geld gefunden. Aber so gehört sich das ja schließlich auch. You, Chess, you lousy skunk.
Gut, wir sollten jetzt hier nach oben. Kette ist unten und hoch jetzt. Und das muss ich ja mal so sagen. Unsere Spielfigur sieht badass aus. Also ich weiß nicht warum. Es sieht so gut aus irgendwie. Sein Outfit einfach. Irgendwie sieht er mega aus. Mega Outfit, mega Look. Ja, und hier warten jetzt nochmal viele Gegner. Okay, jetzt habe ich das mit dem Revolver hinbekommen. Ausweichen. Oh. Nach oben schlagen und zack. Oh, zurück. Ja, so ist gut. Die hier schön draufhalten. Und wir sollten die wieder in die Stacheln reinhauen. Wir gehen mal hier rüber. Na los, großer, komm her. Los, komm her. Ja, dann ist er eben hochgegangen. Gut. Na, wer will sich als nächster anstellen? Ja, ein etwas größerer Freund. Ein dicker Freund. Tag schon, mein Guter. Also den kann ich bestimmt nicht in die Stacheln reinhauen. Hier nehmen wir das. Zack und zurück wieder. Und zack, los. Alright, Chester. Now I'm pissed. Then let's get that son of a bitch. Young Rentier. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Belmontville mines, huh? Oh, we're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, DeBono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours. Sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight.
That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me! Okay, wir haben jetzt noch ein Gewehr. Sehr schöne Sache. Aber ich würde sowieso jetzt auch erstmal sagen, Leute, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss mit der ersten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.